Hello people! Willkommen zurück zu Let's Play The Second Reality Project. So Leute, auch hier hatte ich versucht, dieses Level schon, was weiß ich, wie viele Male aufzunehmen und es ist immer wieder gescheitert. Ja Leute, hier in der letzten Welt gibt es einfach keine fairen Level mehr. Hier muss alles asozial und gemein und was weiß ich was sein. Oh Gott, das war ja auch mal eine kranke Aktion. So, einer dieser Flugabschnitte ist dermaßen doof. Ich meine, er ist einfach nur lang. Und das ist halt hier die Hauptschwierigkeit. Oh Gott. Ah. Ja, genau. Und wenn man den Yoshi verliert, hat man sofort verloren. Das Problem ist einfach, man verliert ziemlich schnell den Yoshi. Die Power-Ups sind ja eigentlich nicht so das Problem. Das Problem ist einfach nur, dass der Yoshi ziemlich schnell weg ist, wie man bei mir gesehen hat. Naja, und das macht das Level halt blöd und gemein und was weiß ich. Ja, tut euch diesen Eck nicht ohne Safe-States an. Und wenn, dann spielt die Reloaded-Version, die ist bestimmt einfacher. Die ist nicht nur bestimmt einfacher, ich weiß sogar, dass die einfacher ist. Ja, und ich habe eben noch gesagt, dass Power-Ups hier nie so das Problem sind. Ich glaube, diese Aussage sollte ich mal lieber zurücknehmen. Oh Mann! Leute, warum habe ich hier jetzt am Anfang so große Probleme? Ich meine, bei den Fail-Aufnahmen habe ich doch zumindest den Anfang noch irgendwie gut hingekriegt, Leute. Ich bin außer Übung. Ja, und ich wollte das ja eigentlich schaffen, weil das ja irgendwie schon dringend ist, weil... Leute... Ich glaube, jetzt bin ich allmählich an einem Punkt angekommen, wo ich nichts mehr gebacken kriege. Außer Starship ist noch eine Nummer mieser. Ich habe mir das mal auf dem Video angeguckt und war, ich könnte kotzen. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Das ist das längste und arschigste Level, das ich je gesehen habe, Leute. Also, und es gibt auch keine Power-Ups. FBI hat da kleine Türen zwischen den zig Millionen Räumen eingebaut, sodass man da absolut nicht... Wie soll ich denn formulieren? Sodass man da absolut nicht groß sein kann. Na gut. Na gut, ich habe mir das nochmal genau angeguckt. Und teilweise einzelne Abschnitte kann man Power-Ups mit reinnehmen, wenn man nicht in der Status war. Aber irgendwann gibt es dann immer dieses... da ist eine kleine Tür. Da musst du rein. In der Reloaded-Version gab es Power-Ups, einen Midway-Point, ja. Und halt diese Türen, wo man halt auch normal durch konnte. Und da war das Level schon um sowas viel von einfacher. Das glaubt er mir nicht. Und so ist das bestimmt so asozial. Und das ist das Level, das am stärksten vereinfacht wurde, weil es einfach mit Abstand das Schwierigste ist. Alter, aber bevor wir zu diesem Schund kommen, muss ich erstmal diesen Final Flight überstehen. Ich glaube, der ist im Vergleich zu dem, was uns im letzten Level erwarten wird, einfach nur irgendwie lappig. Aber trotzdem, ich habe halt Probleme damit, weil ich irgendwie nicht so genau fliegen kann. Die Flugsteuerung ist irgendwie ziemlich ungenau und für einen Flugabschnitt mit Scrolling ist das hier auch verdammt lang. Man darf das auch nicht unterschätzen. Auch in der Reloaded-Version, in der das auch um einiges einfacher ist, hatte ich da so meine Probleme. Weiß ich, das ist in dem Sinne einfacher, da wurden einfach ein paar Viecher weggenommen. So. Hier haben wir halt Koopas. Und das ist der einzige relativ einfache Abschnitt in diesem Level, aber hiervon sollte man sich nicht täuschen lassen, Leute. Nein, da kommt auch einiges auf uns zu. Und auch vom Zeitlimit darf man sich hier nicht irgendwie vortäuschen lassen, dass das Level noch kurz wäre. Nee, 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 hier gibt's das volle Programm Unfairness, Leute. Oder, und vor allem die volle Länge Unfairness. Oh Gott. Hier nach unten fliegen, denn da kommt ein Viech, das habe ich noch richtig im Kopf. Ja, und hier kommen nochmal drei Viecher. Aber das war es dann noch lange nicht. Hier kommt ein enger Abschnitt. Mit einem Bullet Bill und dann muss man hier so runter. Ja, und hier sind Power-Ups vielleicht am ehesten das Problem, ich gebe es ja zu. Aber meistens ist einfach das Hauptproblem, dass man schnell Gefahr läuft, seinen Yoshi zu verlieren. Naja, das ist einfach das größte Problem hier an diesem ganzen Mist. Na gut, ich hole mir trotzdem zwei Federn, nur für den Fall, ihr wisst ja, was eben passiert ist. Wenn ich noch eine Feder auf Vorrat gehabt hätte, dann, ja... Auf jeden Fall sind die Power-Ups hier das deutlich kleinere Problem, Leute. Auf jeden Fall nicht so groß wie das, dass man hier seinen Yoshi verliert. Alter, also ich krieg das Level irgendwie nicht failfrei hin. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich das schon probiert habe. Weiß ich, ich hab mir jetzt mal eine Pause gegönnt. Na gut, genauer gesagt betrug die Pause ein paar Tage. Aber ja, hoffe, dass das jetzt irgendwie besser geht, weil irgendwann konnte ich einfach nicht mehr. Ich hatte einfach null Bock mehr auf das Level.
Also null Motivation mehr, diesen Mist hier zu versuchen. Und ja, jetzt sind ein paar Tage vergangen, ja, und die Motivation ist wieder, hat sich wieder gebessert. Ich dachte, das kommt automatisch, wenn man ein paar Tage wartet. So. Naja, und was ich vielleicht noch erwähnen sollte, im Flug versuchen, diese Viecher zu essen, ist eine ganz, ganz schlechte Idee, weil sobald Yoshi die Zunge ausfährt, hört er auf zu fliegen. Und wenn er aufhört zu fliegen, stürzt er in die Lava und stirbt er. Also nicht, dass ich hier irgendwelche Kommentare lese, ich soll die Viecher essen. Das bringt es nämlich gar nicht. Wollte ich nochmal so erwähnt haben. Man weiß ja nicht, auf was für Ideen man kommt, obwohl eigentlich ist die Idee gar nicht mal so schlecht, aber das funktioniert halt nicht. Ich könnte es ja mal jetzt demonstrieren, aber dann müsste ich einen weiteren Tod im Kauf nehmen. Oder wenn ich ganz oben bin, habe ich noch eine Chance, dass mal Yoshi kurz vor der Lava stoppt. Aber ich will jetzt nichts riskieren. Nee, es wäre ja auch irgendwie dumm, das jetzt nur zu Demonstrationszwecken zu riskieren. Nee, da habe ich keinen Bock. Okay, hier muss man, beziehungsweise sollte man oben durch. Weil sonst die Gefahr, an diesen nächsten Fassis abzustürzen, deutlich größer ist, sag ich mal. Ach Leute, ihr seht doch schon, dass das Level doof ist. Ich glaube, dazu brauche ich jetzt nicht viele Worte zu verlieren. Und dass ich an diesem Chuck trotzdem sterbe, aufkommen, das passiert mir so oft. Aber irgendwie schaffe ich es immer, dann wieder auf den Yoshi raufzukommen. Ach. Okay, hier aber warten, weil man sonst zwei Fassis auf einmal hat. Das ist auch nicht das, was man haben will, nehme ich mal an. Es sei denn, ihr wollt sterben, dann ist es natürlich das, was ihr haben wollt. Okay, aber ich würde jetzt nicht auch auf diese Blöcke gehen. Nur um die Viecher zu essen, weil das ist ja auch so ein gewisses Risiko, das ich nicht eingehen möchte. Ah. So, jetzt kamen die Koopas. Weiter. Also für einen Scrolling-Abschnitt mit für so einen Flugabschnitt ist das wirklich lang und mies. Viele von euch werden das jetzt bestimmt unterschätzen. Ich habe es auch unterschätzt. Und das ist irgendwie immer mein Fehler. Ich unterschätze die Level in diesem Hack oft. Irgendwie, weil ich verlasse mich immer so aufs Zeitlimit und sage mir, oh, so schwierig kann das doch nicht sein. Aber dann muss ich feststellen, dass FBI die 400 Sekunden voll ausgeschöpft hat. Also viele Hacker lassen ja auch immer Zeit übrig. Beziehungsweise das Zeitlimit ist nicht so eng, aber hier ist das deutlich enger. Das ist halt das Problem und die Level sind trotzdem lang und mies und was weiß ich was. Also das hat FBI ganz klug gemacht, um den armen Spieler in die Irre zu führen. Oh Gott, ich finde es hier immer beeindruckend, wie der ein paar Zentimeter vor der Stacheldecke zum Stillstand kommt. Wow, scheiße. Oh Gott, und das passiert mir irgendwie oft. Kriege ich noch die Feder? Fragezeichen. Nö, ich lasse die Feder jetzt, weil auch wenn dann die Verreckungsgefahr größer ist, ich lasse die jetzt. Ach, das war's auch noch lange nicht. Da kommt noch mehr mieses Zeug, ich sag's euch, zum Beispiel hier. Das definiere ich unter mieses Zeug, das was hier jetzt kommt. Ich schaff's jetzt bestimmt nicht. Ich meine jetzt eher pessimistisch. Okay, hier kommen diese grünen Stacheln. Da sind wir doch schon etwas weiter am Ende dran, aber das war es immer noch nicht. Noch lange nicht. Also hier kommen gleich ein paar solche Flüge und dann kommt noch so ein Unterabschnitt, glaube ich. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir jetzt schon relativ weit, möchte ich mal meinen. Gott, dann kommt noch so ein Viech. Hilfe. Ja, und dann kommt noch so ein Abschnitt, wo man so drunter durch muss. Und ja, hier bin ich bei meinem weitesten Versuch irgendwo gestorben und dachte mir, scheiße. Aber jetzt bloß nicht verkacken. Hier war ich noch nicht, im Ernst. Hier muss irgendwo bald das Ende kommen. Ich glaube, hier unten. Warte. Ja. Ich glaube, ich bin jetzt durch, Leute. Ich bin jetzt durch. Juhu. Ja, und das da ist eine Falle. Das habe ich zufällig in einem Video vom Rauchrohr gesehen, als ich gucken wollte, wie lang der Mist noch ist. Also, ja, das war mein Glück, denn sonst wäre ich da jetzt voll reingefallen. Ja, Leute, wir haben das Level geschafft. Da kann ich diesen Part auch hochladen und so schwer war das auch nicht. So, also das muss jetzt abgespeichert werden. Falls jetzt irgendwas passiert und ich Game Over gehe, dann raste ich sowas von aus. Und dann werde ich die Tür einschmeißen, dann werde ich, was weiß ich, was tun. Dann muss irgendjemand aus meinem Privatleben sterben und ihr alle auch. Denn ich werde mich in all eure YouTube-Accounts hacken und euch töten und sowas. Ne,
Nee, Spaß, aber das wäre jetzt echt nicht schön. Wenn jetzt irgendwas passiert, so. Speichern. Vor allem, weil die Level so grottenscheiße sind. Es ist irgendwie immer mein Bedürfnis, da irgendwie immer nach irgendeinem Exit zu speichern, weil... Ja, das ist immer ein besonders vielen Hexo, aber jetzt können wir uns nach dem bösen Bowser Starship widmen. Das wird jetzt die größte Arschigkeit. Ohne Witz. Aber wir können es die 5 Minuten noch probieren. Ich weiß, dass wir es nicht schaffen werden. Okay. Hier muss man sich eine komische Feder holen. Okay. Okay, dann sollte man, wenn man Yoshi hat, sollte man hier mit diesen Dingen ins Bumsviech fliegen, weil... Ohne Zeug geht das nicht. Aber ich habe irgendein Video von jemandem gesehen, der das ohne Saves geschafft hat. Also muss ich das auch ohne Saves schaffen, sonst wäre das einfach nur... Ihr wisst, was ich meine. So. Okay, hier fängt's an. Okay, und hier haben wir einen Vanilla-Background. Aber hier ist eine kleine Tür. Das heißt, wir müssen unseren Yoshi opfern, uns hier klein machen und was weiß ich was alles tun. Und erst dann können wir hier rein. Ist das nicht scheiße? Ja. Okay, und alles, was dann kommt, ist gemein und was weiß ich. Ja, das habe ich in einem Video gesehen. Hier ist man gezwungen, diesen ganzen, ja, Morgensternsprung-Scheiß ohne Power-Ups zu machen. FBI, ich bitte dich. Ha. Oh Gott, scheiß Mann, noch kann doch keine Power-Ups mitnehmen. Mäßig, der hat das so geschickt ausgeklügelt, dass es hier unmöglich ist, mit irgendwelchen Power-Ups zu spielen. Das, obwohl das Level so scheiße, grottig und was weiß ich was ist. Selbst wenn man in der Statusbar dann die Feder verliert, geht das eigentlich nicht. Es sei denn, man versucht doch ohne Dinge zum blauen Yoshi mitzunehmen. Ach. Leute, ich hasse dieses Level jetzt schon. Schon vom Sehen her ist mir da ganz übel geworden. Das könnt ihr mir glauben. Also sie... Morgenstern-Jumps ohne Save-States. Ein Pain in the Ass, ein wahrer Pain in the Ass. Bah! Ja, das meine ich. Das gesamte Level ist ein Pain in the Ass. Aber ich muss es schaffen. Ich habe diesen Act doch schon so weit geschafft. Dann darf es an diesem blöden Scheiß-Final-Level doch nicht scheitern, Leute. Das möchte ich nicht. Ich möchte auch keine Save-States verwenden. Das ist die ultimativste Challenge, die ich kriegen kann und so. Nicht jetzt das hier anständig zu beenden und so was. Okay, eine Shell mitnehmen bringt mir ja auch nichts. Was soll mir das auch bringen? Fragezeichen. Ist hier zufällig was? Naja, da hätte ja was sein können. Es könnte ja sein, dass man das auf mysteriöse Weise cheaten kann. Aber man muss hier zwangsläufig überall ohne Power-Ups durch. Also, Leute, ich glaube nicht, dass ich das pünktlich zum Hochladetermin schaffe. Ich bin jetzt ganz froh, dass ich das Final Flight Zeugs geschafft habe, aber... Ach, Leute. Ihr seht jetzt schon, wie grottig das ist. Ich meine, ich habe ja immerhin bewiesen, wenn ich mal kurz angeben darf, dass ich nicht der ungeskillteste Spieler bin, wenn ich das überhaupt bis hierhin geschafft habe, aber trotzdem habe ich damit ein paar kleine Problemchen. Mit Morgenstern-Jumps. Wenn das nur einer wäre, na gut, aber hier muss man ja komplett über Dingensums dingsen. Ihr versteht schon, was ich meine. Also beim Home Planet hatte man ja den Vorteil, dass man die Freiheit hatte, Power-Ups mitzunehmen. Aber hier ist das ganz und gar nicht so. In der Reloaded-Version hat man Power-Ups, da hat man Midway-Point, da hat man was weiß ich was. Aber hier ist das Level doppelt so schwer. Und das, obwohl das in der Reloaded-Version auch schon ziemlich hart ist. Das ist definitiv eines der hartesten Non-Kaizo-Level. Härter als was weiß ich was. Ich kann jetzt kein Beispiel, keinen Vergleich dafür nennen. Also von seiner Miesigkeit und Länge ist das Level hier irgendwie einzigartig. Habe ich das Gefühl. Okay, jetzt habe ich es geschafft. Ja, aber es gibt was weiß ich was, wie viele Millionen Räume in diesem Level. Der ist da durchgerusht und hat da noch 10 Minuten für gebraucht für das Level. Na gut, gab einen Standard-Bowser-Kampf. Der hat noch mal ein paar Minuten in Anspruch genommen, aber... Trotzdem. Ja, und... Diese Segen sind ein klein wenig mies. Da muss ich mir noch mal was überlegen, wie ich das schaffen könnte. Und das ist erst der zweite Raum. Na gut. Hier muss ich wohl die gleiche Taktik anwenden wie in Hobbius Final Castle. Nämlich einfach nur versuchen und immer mehr Zeugs schaffen.
Also muss ich immer weiter durch die Räume vorarbeiten und dann kann ich es halt irgendwann. Hoffentlich. Okay. Aber zumindest einen Raum kann man breaken wegen dem Glitch. Hehehe. Habe ich gesehen. Aber dieser Glitch war damals wohl noch nicht bekannt. Hat man auch in Kaizo Mario 2 gesehen in diesem einen Level. Vielleicht wissen schon manche, was ich meine, aber dazu später mehr. Wahrscheinlich im nächsten Part, der dann der längste sein wird, falls ich das Level überhaupt schaffen sollte. Könnte ja sein, dass das auf mysteriöse Weise nicht passieren kann. Na gut, einmal probiere ich es noch, dann sage ich Tschüss in diesem Part. Dann habe ich diesen bösen letzten Level wohl genug Vorgeschmack gewidmet. Und dann werden wir das im letzten Part richtig beenden. Es steht fest, der nächste Part ist der letzte. Und deswegen wahrscheinlich einige Tage zwischen diesem Part, also von der Aufnahme her, und den danach. Aber naja. Ich glaube, ich habe schon oft genug gesagt, wie böse das Level ist. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann sucht auf YouTube. Dann könnt ihr das ganze Level sehen. Also, ich bitte euch, Leute. So einen kranken Scheiß ausdenken kann nur FBI. Wobei, hier mal wieder Idee, das Castle-Zeug mit dem Switch Palaces zu kombinieren. Aber ja, ich sehe es ja ein, dass ich es nicht schaffe. Power-Ups sind sie sinnlos. Na gut, das probieren wir nochmal im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.